Es ist Geschenkezeit. Erst Naschereien am Nikolaus, dann größere Sachen am Heiligabend. So zumindest die Denkweise in unseren Breiten in Deutschland. Doch nicht allen Menschen, erst recht nicht Kindern, geht es so, dass sie Geschenke welcher Art auch immer erwarten können. So zum Beispiel auf dem Balkan. Aber es gibt Abhilfe mit dem Johanniter Weihnachtstrag. Im Rahmen einer humanistischen Hilfsaktion werden dazu deutschlandweit Päckchen gepackt. In diesem Jahr bereits zum 26. Mal. Auch der Regionalverband Zwickau-Vogtland beteiligt sich als fester Partner an dieser Aktion. Befüllt werden die Pakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln nach vorgegebener Liste. Es gibt eine Paketliste, ganz einfach. Es macht es beim Zoll einfacher, wenn man von vornherein sagen kann, was drin ist. Und was ganz wichtig ist, Weihnachtstrager ist nicht nur der Name der Aktion, sondern es sind auch Johanniter, die das am 26. Dezember von Landshut aus starten, in 6 Länder, Balkan, Ukraine. Und dort auch sofort mit Partnerorganisationen verteilt wird. Und ganz einfach, um auch in den Familien, ja, ich sage jetzt mal, nicht Neid, aber also, dass jeder relativ dasselbe auch bekommt. Und vom Inhalt her ist das etwas, womit eine Familie dort schon 2 Wochen über die Runden kommt. Beim Packen dieser Päckchen ist auch viel Liebe mit im Spiel. Und vielleicht auch ein gut gemeinter Bonus. Doch da haben die Johanniter eine klare Ansage und Bitte. Wir verlassen uns ganz einfach da zum einen auf die Spender, zum anderen ist es so, dass ein Großteil, also die Geldspenden dann von uns selbst in großen Zentren fraktioniert, also gepackt werden. Und wie lange geht diese Aktion noch und wo und wann kann man denn Pakete oder Geldspenden noch abgeben? Also Sammelschluss ist am 16. Dezember, dann werden die Pakete zusammengeführt und nach Landshut gebracht. Überall dort, wo Johanniter dran steht, kann man auch die Pakete abgeben. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel hier in Zwickau im Zentrum bei der Barmer eine Annahmestelle oder auch im Globus in Weichlitz. Vergangenes Jahr waren es rund 600 Pakete, die nach Albanien, Bosnien, Rumänien, Bulgarien und in die Ukraine auf die Reise geschickt wurden. Natürlich wäre es schön, wenn diese Zahl wieder erreicht werden könnte.